Was geht, Leute? Mein Name lautet Burnage. Und ich nehme gleich hintereinander auf, deswegen, weil ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich wollte hier nicht rausgehen wegen Favela. Ihr wisst Bescheid, jetzt können wir wenigstens unsere eigenen Dings da mitnehmen. Wir nehmen als erstes mal den Payflow mit. Wir nehmen den Payflow mit. Noch was anderes können wir erstmal nicht freischalten. Die Drohne und die Predator-Rakete. Drohne, Predator-Rakete und Payflow. Das ist jetzt quasi der erste Moment, wo wir auch ernst zum einen natürlich mit einer anderen Killstreak spielen. Und zum anderen werden wir zwar keine Drohung heute nehmen, allerdings werden wir auf jeden Fall mit dem Rotpunktvisier spielen auf der Farmers drauf. Ich habe übrigens immer noch ein paar Nussteilchen im Mund. Wir essen ein paar Nüsse immer, das bringt uns extrem viel Glück. So esse ich meine Nüsse immer. Ich weiß zwar nicht, wie ihr eure Nüsse isst, aber so tue ich es. Mit der Farmers Rotpunktvisier. Ich glaube, wir haben das letzte Mal auf Favela mit der MP5 gespielt. Was eine sehr, sehr schöne Waffe ist. Eine sehr, sehr schöne Waffe. Gut, ich frage mich, mal sehen, wie wir abschneiden werden. Ich nehme meine Farmers mit. Ich überlege, welchen Weg ich gehen sollte. Ich glaube, ich gehe geradeaus. Ja, ich gehe geradeaus. Definitiv. Ja, definitiv. Ne? Genau, ihr habt immer recht. Irgendwann kommt noch der Tag, wo ihr mal nicht recht habt. Es dauert aber, ich glaube, eine Weile. Gut, los geht's. Vielen Dank übrigens an euren ganzen Support. Der erste und der zweite Part ist gut bei euch angekommen. Das freut mich natürlich. Das nenne ich mal perfektes Aim. Das ist das, was ich sehen will. Wenn ich die Spiele spiele. Wo ist er? Yo. Läuft bei uns. Auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir unseren Payflow bekommen können. Gleich in der ersten Runde. Das wäre sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass da einer oben ist. In diesem Fall leider nicht. Ich glaube, von da müssen die kommen. Ich werde mal kurz die Sicherheits-Amstacks dahin. Was? Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Aufklärungsdrohne, perfekt. Das wird quasi vieles, vieles verändern, der Aufklärungsdrohne. Danke, dass du keinen YouTube dabei hast. Predator-Rakete. Aber da kommt noch einer. So, jetzt können wir die Predator-Rakete starten. Mal sehen, ob wir den Payflow gleich am Anfang bekommen werden. Yay, Double Kill. Ihr seid nirgendwo sicher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Motherfucker, Alter. Gott, meine Nachbarin, die ist gerade gekommen, Alter. Hätte ihr das gesehen, meine Nachbarin, da wäre die gerade gekommen. Nehme ich alles auf, Alter. Oh Gott, er hat alles kaputt gemacht, der Wichser, Alter. 13er. Hätte ich den Nuke genommen, Alter, dann wäre ich auf Nuke gegangen. Ernsthaft. Einfach, easy. Das ist ja nicht zu einfach. Bitte macht's mir nicht so einfach, ihr Penner-Gegner. Mit scheiß Nuke-Tubes und so weiter und so fort. Das ist meine Farmers, Leute. Das ist meine Farmers. Das ist so, wie ich sie gerne haben will. Gut, da hat jemand Störer dabei. Ich müsste ein bisschen vorsichtig sein, auf jeden Fall. Du Penner, machst nichts kaputt. Das ist mein Payflow. Oh mein Gott, schade. Ich hätte wissen müssen, dass es einer campt. Ich hätte es wissen müssen. Ich gucke gerade, ob die Aufnahme läuft. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie... Keine Ahnung. Alter, mein Payflow macht Arbeit. Und ich liebe es, wenn die Gegner zu faul sind, um was kaputt zu machen. Ich bin auch immer zu faul, es kaputt zu machen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. 19-2, meine Damen und Herren. 19-2. Mein Lieblings-COD. Beziehungsweise das COD, in dem ich am besten bin. Das ist das Licht, das ist richtig. Das, was du verdienst, du Missgeburt. Einmal eine Semtex. Verdammt, er hat einen Dreierkill mit der Semtex bekommen. Das gibt eine Harrier oder sowas. Kann ich mit euch wetten, es sei denn, es war eine Predator aus der Kiste oder sowas. Ich glaube, die kommt von hier. Ja, tun sie. Oh mein Gott, ah, ich wollte reingehen, ich wusste es. Ah, ich wusste es irgendwie, woher nur. Oh, gute Penner. Erledigen sie 5 Gegner durch ein Hindernis. Mit Patronendurchdringung, hatte ich gar nicht. Was? Oh Gott, das war eine, ich dachte, das wäre eine Semtex gewesen. Die kommen alle von da. Ja, das weiß ich. Weil ich Jesus bin. In Wirklichkeit bin ich Jesus, aber ohne Bart. Bitte verzeiht mir, dass ich euch niemals erzählt habe. Von da oben, glaube ich, oder von da unten. Ach, von da, okay. Okay, die sind da alle. Ich gehe mal ein bisschen näher. Oh Gott, was? Die sind da gespawnt. Die sind da gerade gespawnt, Leute. Neben mir. Oh, verdammt, ich dachte, ich bekomme ihn noch da oben. Irgendwo da oben. Wow, ich liebe diese Waffe. Das ist meine absolute Lieblingswaffe in dem Game. Ist auch eine der besten Waffen. Mit der OMP. Aber ich denke, in diesem Falle wären wir mit der OMP niemals so gut gewesen. Wow, verdammt. Habe ich nicht kommen sehen. Hätte ich aber wissen müssen, dass er von da kommt. Was mir ein bisschen fehlt, ist einfach nur, dass ich...
Oh mein Gott, was? Wie habe ich verfehlt? Wie habe ich verfehlt? Was mir ein bisschen fehlt, dass ich den Score nicht sehen kann. 15 Fuß oder tiefer, um zu überleben. Läuft bei mir. Verdammt, der ist da. Der kommt von da raus wahrscheinlich. Oder von, keine Ahnung. Oh mein Gott, den haben wir noch bekommen. Aber ganz knapp, das war auch... Nein, nein, oh, ich wusste es. Ah, 25-6. Diese Tode zum Schluss bekomme ich jetzt so unnötig nur noch jetzt, ey. Ist immer so. Immer. Aber ich freue mich schon, wenn wir endlich auf Nuke gehen. Da oben, da oben, da oben. Wo ist er? Zeig dich, Penner. Was? Was? Ey, wenn wir jetzt noch verlieren, ne? Ernsthaft, wenn... Guck mal, das Problem ist... Ich glaube, ich brauche einen zweiten Payflow. Ich werde mich versuchen, hochzuarbeiten. Für einen zweiten Payflow. Ich habe das Gefühl, ich mache hier die ganzen Kills. Oh mein Gott, Teammates. Keine Ahnung, ich glaube, dazu muss ich leider nichts sagen. Es ist schon traurig genug, das anzusehen. Wie ich meinen Score gerade hier vermassel. Oh, wir haben die Führung verloren, ernsthaft. Oh mein Gott, meine Teammates sind aber auch so schlecht. Dabei gebe ich dort mein Bestes. Ohne Scheiß. Von meinem Bestes, damit wir noch gewinnen können. Oh, das kann nicht wahr sein, der campt ein. Oh, bitte, nicht, nicht, nein. Bin so schwach gerade. Bin richtig schwach. Ich glaube, da oben campt einer. Komm schon, ich nehme mal die P90. Gib mir die P90. Mit Schalldämpfer auch eine sehr geile Waffe. Bin ich in der Lage, ein bisschen mehr zu rushen. Ein bisschen effektiver. Ich glaube, das könnte man jetzt gebrauchen. Ich hoffe, keiner ist hinter mir in diesem Camper-Spot. Nope. Marathon könnte ich jetzt gebrauchen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, noch einen Nuke oder Killstreak zu bekommen, denke ich. Oh mein Gott. Ultra knapp, Leute. Oh mein Gott. Es sieht so aus, als würden wir verlieren. Mein Gott, wie dumm kann man nur sein? Teammates! Alter! Ah, okay, die wird sowieso geskippt, kann ich euch jetzt schon sagen. Diese Map ist die schlechteste ever. Ist so eine Bohnenangriff-Map, muss ich sagen. Hoffentlich habe ich irgendwie... Was habe ich für meine... Ich habe immer noch keinen Schalldämpfer, leider. Aber ich habe eine Waldtarnung. Ist schon besser mal als das andere. Komm schon, wechsel, wechsel, wechsel. Wir nehmen die OMP dieses Mal. Ja, es wurde schon gewechselt. Komm schon. Noch einer. Einer noch, bitte. Einer noch. Komm schon, bitte. Ihr könnt auch übrigens in euren... Ja, danke. In euer... hier, wie nennt man das nochmal? Ah, Abschlussserien. Genau, einen Moment. Oh, Terminal! High Five. 3, 2, 1. Verarscht. An die können wir noch gar nicht. Wir haben erstmal den Payflow, was allerdings nicht schlecht ist. Ich glaube, das nächste, was ich freischalten werde, ist die A230. Und dann kommt die Atombombe. In den Clan-Tech könnt ihr übrigens manchmal hier, haben viele gemacht, wenn sie die Map nicht mochten, Skip reinschreiben, damit die Leute wissen, dass sie skippen sollen. Da wurde es wirklich öfter gemacht. Wenn wir mit der Farmers nochmal spielen. Zum einen will ich auf der Farmers gerne noch Schalldämpfer haben. Und zum anderen würde ich auch noch gerne... Auf dieser Map ist einfach die Farmers eine der besten Waffen. Nee, die beste Waffe auf dieser Map ist die RPG. Das ist die beste Waffe auf dieser Map. Hätten wir nehmen können, gerade fällt mir auf. Ich glaube sogar, ich habe die freigeschaltet. Das ist sehr interessant, dass mein Akku gleich leer ist, aber es juckt mich nicht. Ich werde gerade angerufen von irgendwelchen Menschen. Obwohl ich keine Freunde habe, keine Ahnung, wer mich da anruft. Wahrscheinlich meine Oma oder sowas. Gut, los geht's. Farmers auf Terminal. Eine sehr, sehr schöne Map. Sehr, sehr schöne Map. Es gibt auch schon ein Remake davon und bei MW3 sollte jeder kennen die Map. Oder Minecraft, Minecraft-Bauten, sag ich mal. Obwohl das falsche Wort dafür ist eigentlich. Oh mein Gott, ja, er hat einen Vorteil. Die FAL werden wir auch noch nehmen. Obwohl ich nicht so einen schnellen Triggerfinger habe. Vielen Dank. Das spawnen die auch übrigens immer. Was versucht er da? Ich habe eine Farmers. Aufklärungsdrohne in Bereitschaft. Wiederhole. Aufklärungsdrohne online.
Es blinkt gerade gar nichts. Oh verdammt, mein Aim ist auch nicht gerade das wahre im Moment. Komm schon. Was? Was? Ich krieg keine Kills ab. Meine Munition ist gleich leer. Oh verdammt. Was soll ich machen? Ich gehe hier lang. Ah, nee, ich habe keine Waffe mehr gleich. Wir müssen ihn killen, Leute. Wir müssen ihn killen. Nein, verdammt. Oh mein Gott, schade. Gott, ich mag keine Marmelade mehr. Ich schwöre, ich mag keine Marmelade mehr. Komm, töte ihn. Verdammt. Gott, also bis jetzt läuft es nicht so gut. Eigentlich nur Fails irgendwie gerade in dem Moment. Ah, ich hatte gedacht, ich habe ihn getroffen. Da ist einer die ganze Zeit. Wieso killt ihn keiner? Gott, ich bin die ganze Zeit am Verlieren mit meinen Teammates. Muss ich wirklich jedes Spiel Atombombe bekommen, um zu gewinnen? Ah, RPG. RPD meine ich. Habe ich RPG gesagt? Ja, ne? Tut mir leid. Na, super! Scheiß Pisser, Alter. Lern zu spielen. Missgeburt. Sorry, Leute, aber ist die Wahrheit. Wow. Läuft gerade nicht so bestens für mich. Kannst du bitte sterben, damit ich deine RPG bekommen kann? Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Das spawnt jetzt gerade alle. Ja, mein Freund, du brauchst gar nicht zu Headglitchen. Das wird dir leider nichts bringen. Aber Danny, ich bin doch Headglitcher vom Beruf. Oh, ich bin tot. Ich bin noch nicht tot, okay. Gleich bin ich tot, habe ich das Gefühl. Ich bin gleich tot. Ich bin definitiv gleich tot. Oh, der gemeint, Teammate hat es erledigt. Gut gemacht, Teammates. Wir sind stolz auf dich. Wir lieben deine Muskeln. Ey, wieso geht das denn nicht kaputt? Ist es schon kaputt oder was? Oh Gott, ich dachte, es würde brennen. Gott, das wüsste ich. Hätte ich davor viel MW2 gespielt. Von wo kommen die jetzt? Ich weiß es nicht. Also, die Spiel läuft gar nicht gut für mich. 9 zu 6. Auf einer meiner Lieblings-Maps. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, es ist schon spät, deswegen. Ja, ich denke, es ist wirklich spät, deswegen. Das läuft für mich gar nicht so gut. Ich sehe auch gar keinen Payflow im Moment. Gib mir die Aug. Das ist das, was ich sehen will. Wow! Ach, ernsthaft. Pisser, Alter. Pisser! Hör doch mir die Kills zu klauen, die scheiß Teammates! Gott, bin ich rot gerade. Mann, Teammate, verpiss dich! Du hast keine Kills verdient. Ernsthaft! Gott, was mache ich da? Ja, kill, hier. Kill, mach. Ja, genau. Sorry, aber ich wollte ihn anpissen. Das hat mich so aufgeregt. Ich wollte, dass er wirklich alles gegen mich schießt. Damit er angepisst sein wird und dann stirbt. Damit er wenigstens weiß, wie es sich anfühlt. Yeah! Beste Runde ever! Das ist meine beste Runde, die ich jemals in MW2 hatte. Das Geheimnis ist draußen, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es. Ja, mein Teammate hat wenigstens ein bisschen Glück. Der Langweiler. Oh wow, also, keine Ahnung, diese Runde läuft gar nicht gut für mich. Ich warte, ich finde keine Gegner. Wo sind die Pisser denn alle? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich selber gestunt. Ich bin der beste Spieler ever. Okay, danke, dass du mir helfen wolltest. Aber du wirst so oder so... Wow, jetzt spawn dich hier. In meinem Arschloch. Machen die immer ganz gerne, die Gegner. Die spawnen immer in meinem Arschloch. Ja, sorry, diese Runde ist nicht so gut. Muss ich mich auch dafür entschuldigen. Aber weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube... ich weiß nicht, meine Hände schwitzen auch so. Nach einer Zeit irgendwie verliere ich mein Aim. Nach einer Zeit verliere ich so dieses gewisse Etwas. Diese Coolness, die ich immer besitze, wenn ihr versteht. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Ich bin der ich weiß nicht, was ich mache. Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich scheißegal, der Pisser. Weil er ein verdammter Wichser ist, Alter, kann nicht spielen. Was habe ich für einen Score? 12 zu 13, ich bin negativ. Ich bin negativ, auf jeden Fall. Ich war noch nie negativ, in einem ganzen Road to Commander nicht. Das war das erste Mal. Ich glaube, ich muss das mit der Coolness ausgleichen. Keine Ahnung, irgendwie, diese Runde war unfair, irgendwie, keine Ahnung. Meine Teammates haben Drone genommen, die Gegner haben Koks genommen. So, jetzt ist alles besser. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Läuft bei mir auf jeden Fall, bester Score der Welt.
Sorry, ich bin ein bisschen demotiviert irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt daran, weil ich noch nicht alles habe, so wirklich. Ich sehe keinen Grund, gut zu spielen. Außer natürlich, um meine KD zu verbessern, aber... Okay. Gut, ein Titel, das freut mich natürlich extrem. Abgeschossen, das nehme ich natürlich. Oder nee, Explosion mag ich sehr gerne. Explosion sind meine Lieblingstitel. Und das bin ich. Die haben mich eingeführt in dem Game. Ja, genau. Die haben das getan, weil die Besten sind. Sorry, Leute, für das Game letztens. Gerade eben, aber irgendwie... Ich habe mich nicht so gefühlt, habe ich das Gefühl. Ja, genau, definitiv. Ich muss... Ey, ohne Scheiße, dauert das wirklich so lange? Ich habe das gar nicht so lange in Erinnerung, dass ich irgendwie... Keine Ahnung. Genau, das meine ich. Ich habe es gar nicht so lange in Erinnerung, dass ich irgendwie so lange brauche für so Schallnämpfer und sowas. Ich dachte, man bekommt die Sachen alle so schnell. Daran kann ich mich nur erinnern. Aber gut, wir bleiben auch mal auf dieser Map bei diesen Losern hier. Bei diesen kleinen Spasten, die eh nicht spielen können. Aber ist ja egal. Nein, ich habe gerade wirklich richtig schlecht gespielt, aber... Kann passieren, kann passieren. Solange wir nicht so schlecht sind wie andere Leute... Die hier irgendwie zwei spielen. Ist alles gut. Okay, auch verwuchert. Ist ein DLC aus Call of Duty 4. Also haben wir hier auch ein bisschen Call of Duty 4 dabei. Was natürlich jetzt viele Leute erfreuen wird. Jetzt sind meine Finger wenigstens nicht mehr so schwitzig. Hat vieles kaputt gemacht. Und ich glaube, langsam wird es Zeit, um für diese Waffe mal Schalldämpfer zu bekommen. Okay, los geht's. Gott, ich kann nicht glauben, das letzte Spiel, dass ich negativ gegangen bin. Mach mich irgendwie schon ein bisschen traurig. Ich wollte negativ gehen. Ich war noch nie negativ. Nicht mal, wenn ich extra schlecht spiele. Ernsthaft nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Oh. Ach, das ist Knife Runner, ne? Ja, auf dieser Map kann man ziemlich gut Knife Runnen. Aber wenn ihr Knife Runnt, ohne Scheiß, nehmt kein Kommando mit. Man hört eure Schritte einfach zu sehr. Vor allem in Frei für alle. Wir können ja auch mal Knife Runnen in Frei für alle, wenn ihr Lust habt. Oh mein Gott! Du kleiner Spaß, die lernst spielen, du scheiß behinderter Sniper, Alter. Kannst gar nichts, außer da in der Ecke hocken, ne? Genau. Wichser, Alter. Okay, ich glaube... Ich weiß nicht, aber... Mein Skill ist ein bisschen verloren gerade. Ja. Oh mein Gott. Da ist auf jeden Fall oben einer. Da ist irgendwo einer, ja. Ja, den muss ich so killen. Anders ging's nicht. Ich aktiviere mal eine Aufklärungsdrohne lieber hier. Okay, hier ist keiner. Hoffe ich zumindest. Manche Leute haben auch eiskalt dabei. Die sind zu blöd, um Feuerkraft mitzunehmen. Was ja das Wichtigste ist quasi. Molo. Da ist einer. Muss aufpassen. Gib mir das mit der... Oh nee, das wollte ich gar nicht. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich die OMP. Na gut, gib mir die auch. Die kann ich jetzt besser gebrauchen. Okay, das sind gerade alle. Ich aktiviere mal die Predator. Obwohl ich die eher gebrauchen könnte, wenn die Gegner irgendwie eine Harry oder sowas haben. Du musst sterben, mein Freund. Das ist, was ich sehen will. Verdammt. Ich wurde gerade getroffen. Ich bleib mal stehen. Ich bin tot. Könnt ihr auch übrigens hier machen. Oh mein Gott. Ich kann gerade nicht aufstehen. Alter Schwede, was ist denn los? Ich hasse diese Blendgranaten hier. Oh mein Gott! Jesus! Hör auf damit! Danke für den Volltreffer, du Loser. Werf mal durch deine Blendgranaten weiter. Und mach am besten gar keine Kills. Verkämpft das Sniper, Alter. Lern zu spielen. Gott, die können hier gar nicht. Sorry für den Rage, Leute, aber... Ich bin ein bisschen sauer vom letzten Game. Keine Ahnung, das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, irgendwie. Habe ich echt gebraucht, ich glaube, so mal negativ zu gehen. Habe ich nämlich echt lange nicht mehr, also... Keine Ahnung, ich habe einfach drauf losgespielt, ohne zu überlegen. Jetzt überlege ich wenigstens ein bisschen mehr. 9 zu 3 habe ich gerade. Was ja auch eine 3er-KD ist, quasi. Man muss quasi einfach, um eine 3er-KD zu bekommen. Das hört sich nicht schwer an, aber es ist schwer. Obwohl, nein, ist es gar nicht. Ihr müsst einfach nur 3 Leute killen. Und erst dann dürft ihr sterben. Und das immer wieder. Oh mein... Das... Ja, was macht der da, dieser Loser, Alter? Ohne Scheiß, bitte. Ich wünsche, ich könnte das H-Wort benutzen, mal einmal. Komm, kill ihn. Ja, danke, der Wichser, Alter. Verdammter Loser. Spasten, Alter. Können nicht spielen. Oh Gott, rage ich gerade. Ist voll unpassend hier gerade. Aber ich bin gerade echt, ja, weiß nicht, ich bin echt sauer. Da ist jemand langgelaufen. Den holen wir mal mit der Post ab.
Ja, das ist richtig, Bitch. Du hast mich schon verstanden, du Lappen. Da würde ich lieber nicht rausgucken. Loser. Das ist mein neuer Spitzname für die Gegner. Weil jeder davon ein richtiger Loser ist. Wollte ich euch nur mal Bescheid sagen, dass ihr wisst, dass meine Gegner Loser sind. Ich werfe mal hier ein paar Blendgranaten drüber. Ja, ich wusste es, aber in diesem Spiel wird man einfach ragen. Weil es ist einfach manchmal so unfair. Messer mich bitte! Jesus. Alter, aber klar. Hör auf, mein Teammate zu messen. Er hat es nicht verdient, gemessert zu werden. Teammate, ich habe dich gerettet. Danke, denn ich bin so glücklich. Ich wurde fast getroffen. Ich bin fast gestorben. Aber vielleicht kriege ich... Du Tubes, du Bastard. Denn ist nicht so, wie es aussieht. Doch, es ist ganz genau so, wie es aussieht. Daneben, du Loser. Piss, Alter. Gott, diese ganzen, ne? Leute hier, die das Spiel spielen. Müsste auf jeden Fall gut sein. Auf jeden Fall... Mein Gott, schade. Schade Marmelade. Ich glaube, ich sollte nicht zu sehr ragen. Tut mir leid, muss ich ehrlich gestehen. Es tut mir wirklich leid, aber... Macht mich schon traurig, wenn ich immer so blöd sterbe. So bin ich nämlich auch voll oft schon vor der Atommüll gestorben. So wie hier reinzugehen. Ich habe echt Angst, hier reinzugehen. Guck mal, ich höre schon die erste Claymore. Ich warte hier kurz, weil ich... Na verdammt, der wurde eliminiert. Loser, haha. Übrigens auch ein geiler Ort für eine 1830 oder so. Hier findet euch keiner. Kann ich euch versichern. Yup. Where is your pass? Mit dem haben wir schon, ich glaube, im ersten Part sogar gespielt. Wer übrigens die ersten Parts nicht gesehen hat, den ersten und den zweiten Part, der kann gerne in die Beschreibung gucken. Dort befindet sich ein Link. Dort kommt ihr zu allen anderen Videos. Das ist meine sogenannte selbst erstellte Playlist. Habe ich selber erstellt. Weil ich der beste Ersteller der Welt bin. Er ist hier irgendwo. Weil ohne Scheiß hätte ich auf diese Waffe Schalldämpfer, ne? Wo ist er? Was? Ich verstehe nicht genau, wie man mich da nicht sehen kann. Oh, wow, schade. Schade Marmelade. Ich verstehe nicht ganz, wie man mich da nicht sehen kann. Weiß nicht, wie dumm kann man sein? Ich meine, man muss nur ein bisschen überlegen. Ich finde, so dieses Spiel hat schon ein bisschen was mit Schlauheit zu tun. Weil, ihr müsst bedenken... Dass man ja quasi auch... Ich sag nicht, dass man dumm ist, wenn man das Spiel nicht kann, das sage ich nicht. Aber wenn man gut ist in COD, dann ist man nicht dumm, sage ich mal so. Ich habe meine Semtex darüber. Verdammt, das war keine gute Semtex. Ach, der liegt. Verdammt. Ich dachte, ich habe immer so die Angewohnheit, dass ich denke, dass sie sterben. Wenn ich sie kille und ich erinnere mich gerade daran, dass ich mein... Ah, verdammt. Komm schon, den... Ah, verdammt, das wird nichts, glaube ich. Hab ich gesehen. Oh mein Gott, dieser Wichser. Wow, und das ist eine Secondary, Leute. Eine Secondary. Ich finde, Secondary sollten nur Pistolen sein, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Also wie... Oh, bitte nicht. Nicht mich. Okay, gut. Ich finde es immer so richtig geil, nach oben zu gucken. Das sieht echt geil aus, wie das Teil runtergeflogen kommt. Außer wenn es natürlich in euer Gesicht geflogen kommt. Ist natürlich dann auch nicht mehr so witzig, ne? Beste Claimer ever. Dieser Where's Your Pass, ne? Danny, ich bin eine Missgeburt. Ja, das bist du auch. Aber richtig. Schon wieder eine Claimer. Alter Schwede, glaub mir, wenn ich jetzt mal meine Sachen hier habe, dann werden diese Missgeburten leiden. Ja, geh bitte an dieses Geschütz. Das war mein größter Traum. Das war mein größter Traum. Wo bist du? Oh. Ich weiß, wo du bist. Ja, ich wusste, wo du bist. Guck mal, ich nehme mal die A12, damit ihr seht, wie schwach diese Waffe ist. Und ich weiß, es ist eine der stärksten Waffen im ganzen Game. Komm schon, gib mir. Bevor das Spiel endet, komm schon. Hat zwar keine Reichweite, aber ist eine vollautomatische. Tot. Tot. Beste Waffe ever. 30 zu 12. Ist eine, ich glaube, 2,8er KD.
So viel zum Thema, ich kann Mathe, ich weiß es nicht genau. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein relativ gutes Spiel, wo wir den Gegnern gezeigt haben, wo es lang geht. Und deswegen würde ich sagen, lass ich erstmal es einfach so akzeptieren, so wie es ist. Genau. Gut, was haben wir noch nicht freigeschaltet? Ein Rotpunktvisier, glaube ich, oder? Für diese Waffe haben wir irgendwas freigeschaltet. Rotpunktvisier leider nur brauchen wir allerdings nicht. Ich ändere mal kurz meine Klasse. Wir werden noch ein Spiel spielen für diesen Part. Wo kann ich die Klassen ändern? Ach, hier, okay. Ich hasse schon, what the fuck? Die Vector, auch eine sehr, sehr geile Waffe, aber ich bevorzuge eher die P90. Und die Mini-Uzi, Bombe, Bombenwaffe. Ich liebe die Waffen hier. Ich freue mich einfach extrem. Wir machen uns mal eine RPG-Dings da. Mit, genau, Feuerkraft und ruhige Hand. Genau. Dann machen wir uns noch eine Rusher-Klasse. Daraus werden wir, nehmen wir die MP5. Mit der Spaß. Das wird eine Rusher-Klasse sein. Marathon, Feuerkraft, ruhige Hand, Schmerzmittel. So, genau, das müsste ganz cool sein eigentlich. Wir werden hier auf diesem Map wahrscheinlich aber mit der OMP spielen, weil die hier richtig geil zum Rushen ist. Diese Map ist echt geil, wenn ihr rushen wollt. Okay, gut. Gut, dann würde ich mal... Ah, genau, genau, einen Moment. Ah, wir können noch keine Abschlussserie. Ab welchem Level erstmal? In 2 Leveln, okay. In 2 Leveln, das werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich weiß gar nicht, durch ein Spiel kann ich es schaffen, 2 Level aufzusteigen. Ich glaube, das müsste sogar gehen, oder? Aber das bringt uns ja nichts, weil wir so oder so nicht mit den Killstreaks dann spielen können, also... Also bringt es nichts. Ich nehme mal kurz meine Nüsse, weil die bringen mir immer Glück. Wollt ihr auch ein paar? Nein? Okay, gut. Besser so. So. Das ist doch das, was ich sehen will. Sorry, ist nicht, wie es aussieht. So, so esse ich mal meine Nüsse. Wir nehmen die OP mit wieder, damit wir auf diese Waffe langsam Schalldämpfer freischalten können. Weil es wird lange sonst dauern. PP2000 ist mit uns. Danke, denn ich bin so glücklich. Oh, nice. Läuft bei euch. Ganz ehrlich, ne, dieses Boss, die habe ich schon vergessen. Ich habe auf diesem Map so lange nicht mehr gespielt. Jetzt wissen wir es aber wenigstens wieder. Gut, wir werden... Was ich hier versuche immer... Und zwar diesen Weg hier lang zu gehen. Ich liebe diesen Weg hier einfach. Und dann geht ihr hier hoch. Und glaubst, gibt es ein Multikill oder sowas. Ja, definitiv ein Multikill für den Gegner. Das meinte ich auch. Läuft bei uns. Die Farmers ist hier auch gut, aber die OMP mit Challenge ist hier die beste. Finde ich persönlich. Ja, genau, das ist richtig, mein Freund. Hier übrigens campen die immer extrem oft. Hundertprozentig ist hier einer. Da oben, da oben. Nein! Oh, verdammte Stoßflinte. Mann. Mama, oh mein Gott. Hab ihn nicht gesehen. Aber ich brauche einen Payflow oder sowas, aber das bringt ja auch gar nichts. Wir müssten dieses Haus dort einnehmen. Verdammt, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war so schlecht gespielt. Oh Gott, diese verdammten YouTubes, die führen sogar mit 4 Kills. Also wenn die Gegner jetzt gewinnen, dann habe ich keine Ahnung mehr. Man kann sogar hier durch das Fenster gehen. Das machen wir jetzt kurz mal. Bitte, oh mein Gott, bitte Leute. Nimm mal dieses Haus ein. Ah, das pisst mich gerade so ein. Oh mein Gott. Oh, die campen da die ganze... Der ist da, bitte Teammate, pass auf. Oh mein Gott. Jetzt geht's langsam los. Danke für den Kill, für den Fernkämpfer. Gibt immer ein paar zusätzliche Extra-Punkte. Ja, da kommt er natürlich angelaufen mit seiner Scheiß... Keine Ahnung, wie die Waffe heißt. Ist auf jeden Fall überpowered. Wie scheiße. Bitte lass mich Host werden. Ich werde einfach nie Host irgendwie. Ich glaube, am Abend spielen das viele Amerikaner, glaube ich. Es ist gerade 22.36 Uhr, deswegen... So, machen wir mal... Werfen wir mal einen Semtex hin. Ja, was anderes außer Camp bleibt nicht übrig. Und immer schön in Bewegung bleiben. Aber wenn ein YouTube kommt, dann bringt uns das alles gar nichts. Ernsthaft, irgendwie habe ich die Lust verloren gerade. Das wird auch der letzte Part, nicht nur wegen der Uhrzeit, natürlich auch wegen der Uhrzeit. Aber tut da die Lust verloren. Ich weiß nicht, Alter, was es werden soll, ey. Wenn die fertig sind. Es pisst mich einfach an, ich weiß nicht. Verbündete Harrier
Bitte. Oh mein Gott, bitte, Leute. Bitte. Oh mein Gott, das macht keinen Spaß auf dieser Map, ernsthaft. Ich will nicht einfach rausgehen. Ja, wetten die auf mich? Ah, ich habe ein 6 zu 10, Leute, ich habe ein 6 zu 10. So viel zum Thema, ich werde hier nicht mehr negativ rausgehen. 6 zu 10. 6 zu 10, Leute. 7 zu 10. Wir sind nur noch 3 Leute im Team. Kann ich gar nicht verstehen. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich, Leute. Ich darf es ja nicht verlassen. Darf ich ja nicht im Road to Commander. Aber meine Teammates verlassen alle. Ich bin quasi alleine gegen 6 Stück. Gegen YouTuber. Oh wow. Das macht echt keinen Spaß. Das sind so Situationen, wo das Spiel keinen Spaß macht. Ja, weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht. Ich bin echt so ein bisschen verzweifelt, muss ich ehrlich gestehen. Da bin ich richtig verzweifelt. Feindliche Harrier im Anflug. Wir werden unsere Farmers nehmen müssen. Oh mein... Oh, Jesus. Ich kann nicht mehr. Ich will dieses Spiel am besten gar nicht mehr spielen. Für heute reicht es mir ernsthaft. Heftig, Alter. Heftig. Ja, es bringt nichts. Es bringt einfach gar nichts. Aber ich muss die Scheiße runterschießen. Vor allem im Falle, dass er einen Nuke bekommt. Ich will nicht genugt werden. Verdammt, Notfallabwurf. Das kommt ja jetzt noch zur rechten Zeit. Oh mein Gott. Hab ihn gesehen. Ich treffe ihn einfach nicht mehr. Ich bin so demotiviert. Dass ich ihn einfach gar nicht mehr treffe, so wirklich. Bin richtig demotiviert gerade. Bitte nicht. Okay, lass uns wenigstens noch versuchen, positiv zu gehen. Danke für den Headshot, du Bastard. Gut, wenn ich einmal Ninja habe, ist vorbei. Aber ich glaube, Ninja Kill bekommt man trotzdem relativ spät. Oh mein Gott. Oh, Post. Jetzt gehen wieder alle raus. Krasser Mist, Alter. Wieso joinen alle raus? Habe ich noch nie gesehen, dass so oft eine Hausmigration hier vorhanden war. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, aber klar. Scheiße, die wussten, dass ich hier bin. Ah, ich dachte, ich bekomme meinen Payflow. Schade. Die wussten aber, dass ich da bin. Extra für dich, du Loser. Keiner mag dich. Nicht mal deine Eltern mögen dich. Glaub mir. Keine Ahnung. Dieser Bastard, Alter. Ja, bester Spawn ever. Hat er sich wahrscheinlich gefreut, dass er gestorben ist dort. Ich habe keine Ahnung, was ich sag. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele in diesem Call of Duty zwar am besten von allen CODs, aber ich habe im Moment so das Gefühl, dass ich nichts dafür kann, so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde oder nicht. Aktivieren wir lieber die Drohne. Aufklärungsdrohne online. Oh. Dieser Sniper ist mein größtes Vorbild. Ich liebe seine Muskeln. Ich hasse seine Muskeln von dem Spasti, Alter. Yay. Wir kriegen Besuch. High five. Nicht. Wo ist der Pisser? Zeig deine Muskeln. Er dachte, ich bin das, ne? Was? Gott, ich kille gar nicht mehr mit einem Burst. Ich habe gar keinen Bock mehr hier zu spielen. Vor allem das Ding ist, dieses Spiel endet auch gar nicht. Es dauert 10 Minuten, dauert das Spiel. Ernsthaft 10 Minuten? Das enden die nicht vor 10 Minuten. Das beenden die einfach nicht vor 10 Minuten. Muss bestimmt voll... Was mir so ein bisschen leid tut, ist einfach, dass... Ich meine, bei Road to Commander gibt es geile Spiele. Und ich weiß auch, dass ihr euch das gerne anschaut, ne?
Aber was mir so ein bisschen leid tut, ist einfach, dass ihr ja euch das anschauen müsst. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Es tut mir wirklich ein bisschen leid, muss ich sagen. Also bei mir ist es okay. Ich meine, dieses Spiel wird enden. Im normalen Falle würde ich rausquitten, weil ich einfach hier nicht spielen kann. Ich meine, ich habe ein 7:22. Alle campen hier rum, die Gegner spielen wie Dreck, meine Teammates können gar nichts. Also ist quasi die schlimmste Lobby ever. Also rausgehen ist eigentlich Pflicht und ich denke, das kann mir auch jeder zustimmen. Da ist er, wieso killt ihn niemand? Ne, da ist niemand mehr, verdammt. Ich liebe es, wenn sie sich alle so hier auflisten und so nach dem Motto, Danny, bitte töte mich! Oh mein Gott, ja, ich bin tot. Ich hole eine Aufklärungsdrohne von meinem Team raus. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da unten ist er. Ah, verdammt. Ja, gut. Mal meine Schuld, wenn ich da auch die ganze Zeit rumcampe. Aber keine Ahnung, die standen da so. Ich liebe diesen Ort hier. Ich mag den ganz gerne. Oh, oh mein Gott. Oh, kann das Spiel bitte enden? Guck mal, wie die... wenn ihr wisst, ein Spiel dauert 10 Minuten lang. Die schaffen das nicht in einer Minute. Die schaffen das nicht in einer Minute, niemals. Manchmal lädt er auch nach. Und die Nachladeanimation, die zählt irgendwie nicht. Ja, ich kann nichts machen. Mein Team ist so schlecht. Ich frage mich, ob die das beenden in 10 Minuten. Das frage ich mich jetzt. Weil wir können das nicht mehr gewinnen. Definitiv nicht mehr. Ne, wir gewinnen das nicht mehr. Aber ich bin irgendwie auch ein bisschen froh, wenn die Episode endlich endet. Damit ich euch wieder gutes Gameplay bieten kann. Ja, 25:27. Bester Score ever, Alter. Ne, ich bin wirklich unglücklich gerade, also. Ich weiß nicht. Ob ich etwas hätte besser machen können, ich weiß es nicht. Ich hätte vieles besser machen können, aber... keine Ahnung, ich habe ja diesen Where is your Pass gesehen, er hat auch nur rumgecampt. Ich kann mich halt nicht beschweren, dass die Gegner so schlecht gespielt haben. Meine Teammates haben wie Dreck gespielt, also wirklich wie Dreck. Und wir haben einen Granatenwerfer, das freut uns natürlich sehr. Habe ich überhaupt hier für die UMP-Schalldämpfer? Immer noch nicht. Wow, Alter, ernsthaft. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen dieses miserablen Gameplays zum Schluss. Tut mir natürlich auch herzlich leid, aber... ich weiß nicht, mir tut es in meinem Herzen weh, wenn ich euch sowas zeigen muss, aber gut. Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von Road to Commander, aber nicht mehr von so einem Gameplay. Und, genau, Link in der Beschreibung zu den ganzen anderen Playlists, da waren die Spiele wesentlich besser, da könnt ihr auch bezeugen, beziehungsweise die Leute bezeugen, die ich gesehen haben. Und die Spiele werden auch wesentlich besser, aber ich glaube, heute bin ich ein bisschen demotiviert, es ist auch ziemlich spät schon. Genau, und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!